sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, herzlich willkommen zu unserem Landesverbandstag 2018 in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg. Herzlich willkommen. Circa 450.000 Mitglieder des politischen Verbandes SPD haben über die Veränderung der politischen Arbeit in den nächsten 3,5 Jahren entschieden. Unser Verband Haus und Grund Deutschland hat rund 900.000 Mitglieder, also etwa doppelt so viele Mitglieder wie der politische Verband SPD. Wenn unser Präsident Dr. Warnecke zusammen mit dem Vorstand beschließen würde, in unserem Verband eine Urabstimmung darüber durchzuführen, ob Mietpreisbremse und Kappungsgrenzenverordnung abgeschafft gehören oder nicht, wäre das Ergebnis, das man erwarten dürfte, sehr eindeutig. In der Bundesrepublik hat eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern mit einer ganz bestimmten politischen Blickrichtung durch ihr Votum festgelegt, wo die Reise hingeht. Warum sollten Mitglieder von Haus und Grund Deutschland dies für die Wohnungspolitik nicht auch tun? Das vergangene Geschäftsjahr war eines unserer erfolgreichsten Jahre in der Geschichte unseres Rheinischen Verbandes. Und wir sind immerhin über 102 Jahre alt. Das Geschäftsjahr begann zunächst mit unserem Landesverbandstag in Rehfeld am 1. April 2017. Wir hatten uns 6 Wochen vor der Landtagswahl ganz bewusst für Armin Laschet als Festredner entschieden. Das Ergebnis kennen Sie alle, CDU und FDP haben die Landtagswahlen gewonnen und Armin Laschet ist zum NRW-Ministerpräsidenten gewählt worden. Dabei war eigentlich völlig klar, dass er Ministerpräsident wird, denn immer, wenn ein CDU-Fraktionsvorsitzender auf unseren Landesverbandstag gesprochen hat, ist er Regierungschef geworden. Von daher, sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, haben Sie heute alles richtig gemacht. Nach der Wahl haben wir noch vor Beginn der Koalitionsverhandlungen unsere Vorschläge eingereicht. Zu unserer großen Überraschung sind dabei alle unsere Vorschläge in den schwarz-gelben Koalitionsvertrag übernommen worden. Und wenn wir uns überlegen, dass heute, vor genau 11 Monaten, die Landtagswahl war, da müssen wir leider feststellen, dass viele Vereinbarungen des Koalitionsvertrages noch nicht umgesetzt worden sind. Die Mietpreisbremse ist noch nicht aufgehoben worden. Auch die Kappungsgrenzenverordnung ist nach wie vor in Kraft. Frau Ministerin Scharrenbach, Sie werden sicherlich gleich auf die eine oder andere Verordnung eingehen und vielleicht sogar ankündigen, wann diese Verordnungen aufgehoben werden. In der Regel ist es so, dass die privaten Kleinvermieter die Miete eben nicht turnusgemäß alle 3 Jahre erhöhen, sondern sie in der Regel sehr viel länger warten, bis sie die erste Miete einmal anheben, weil sie sehr wohl abwägen können, was es bedeutet, wenn die zweite Miete im Wesentlichen über kommunale Steuern und Abgaben immer weiter steigt und was das für Einzelbelastungen für ihre Mieterinnen und Mieter bedeutet. Und sie sind durchaus bereit, über mehrere Jahre auf Erhöhungen und damit auch auf Erhöhungen des eigenen Einkommens ihrer Renditen zu verzichten, weil sie sagen, ihnen ist es lieber, dass die Mieterin, der Mieter bei mir in der Wohnung bleibt, weil sie eine verlässliche Mieterin, ein verlässlicher Mieter ist. Und vor diesem Hintergrund, Sie haben es angesprochen, gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Fülle von länderspezifischen Mietrechtsregulierungen, die über das Bundesrecht des bürgerlichen Gesetzbuches hinausgehen.
Das ist die Kappungsgrenzenverordnung, das ist auch die Mietpreisbegrenzungsverordnung. Und dazu gehört auch die Umwandlungsverordnung als Beispiel. Und dazu gehört auch die Kündigungssperrfristverordnung. Und Sie haben dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP entnommen, dass wir diese länderspezifischen Regulierungen des Mietermarktes in Nordrhein-Westfalen aufheben wollen, weil wir sagen, die Regelungen, die im Bundesrecht verankert sind, sind ausreichend. Und Sie können sich auf diese Zusage im nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag verlassen. Ich bin echt beeindruckt. Ich komme hier aus dem echten Norden, aus Schleswig-Holstein, sind wir etwas ruhiger. Hier ist es natürlich schwungvoller im Rheinland, das hat man gemerkt. Ich hätte erwartet, dass die Menschen jetzt auch noch anfangen zu schunkeln. Also die Musik war ja wirklich mitreißend. Nein, war eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Auch die politischen Aussagen der Ministerin waren ja voll im Sinne von Haus und Grund des privaten Grundeigentums. Der Verband hier hat seine Hausaufgaben gemacht. Das sieht man, wenn die Politik so überzeugt, sich für Haus und Grund und die Interessen hier des Landesverbandes ausspricht. Also ich bin begeistert. Show war phänomenal. Also da war ich sehr begeistert drüber. Musik fand ich sehr schön. Die ganze Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Hat uns schon gefallen. Jetzt sind wir 95 Kilometer gefahren, um das zu erleben. Wunderbar. Also das war so Zeit, so verkürzend, so aufmunternd. Ganz wunderbar, kann ich nur sagen dazu. Die Show war hervorragend, wie immer. Die kann ruhig so wiederholt werden im nächsten Jahr. Das heißt nicht so. Ich denke, der Landesverband lässt sich da etwas Neues einfallen und wir sind schon gespannt darauf und freuen uns darauf. Inhaltlich gut. Ich meine, gut, uns interessieren natürlich auch die Themen, insofern klar. Aber auch Orchester klasse und Atmosphäre klasse. Also ich muss sagen, war echt. Können die Jungs sich vom Rheinland, Haus und Rheinland auf die Schulter klopfen. War gut. Es war ganz beeindruckend. Also ich habe mir ganz viele Momente sind mir richtig nahe gegangen, haben mich berührt. Ich habe viel an meine Kinder gedacht und auf das, was da nochmal auf mich zukommt, wenn wir diese wunderschönen Filme erleben können. Ganz toll gemacht.